Biberlin, stimmt. Biberlin war ein guter Vorschlag. Seniorenstift. Das war auch ein geiler Distriktname. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Timberborn im Experimental Branch. Meine lieben Freunde, ich habe die Zeit ein klein wenig vergehen lassen. Offscreen habe ich mal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und ich lasse jetzt direkt noch mehr Zeit vergehen, denn ich drücke jetzt hier direkt die mittlere Beschleunigung. Was ist passiert? Die letzte Dürre, die wir in der letzten Episode noch hatten, die ist vorbeigegangen. Da ist auch jetzt nichts Signifikantes passiert. In der Zeit war dann, oder dazwischen war dann nicht mehr so viel Zeit vergangen, dann hat die nächste Dürre angefangen, die war nur 15 Tage lang, von diesen 15 Tagen sind jetzt noch 8,6 Tage übrig, das heißt, es ist eine sehr kurze Dürre gewesen diesmal, das heißt, wir werden sehr viel Wasser übrig haben, wenngleich das Wasser wieder fließt, was tendenziell gut ist, und ich habe folgenden Plan ja gehabt, dieses Becken hier hinten soll dazu dienen, Wasser aufzustauen, das von dieser Quelle gespeist wird, und von dieser Quelle hier hinten gespeist wird. Wir müssen hier hinten noch einen Block setzen, damit das Wasser hier entsprechend auf die Höhe kann. Wir müssen vor allem auch hier noch einen Damm machen. Und wir müssen hier an der Stelle, das ist nämlich der Umweg vom Aquädukt, nochmal einen Kanal freisprengen. Und ihr seht schon, hier werden keine Sprengstoffdinger mehr platziert. Das heißt, wir brauchen hier noch ein Distriktgebäude. Da wir hier zumachen müssen, beziehungsweise hier zumachen müssen, brauchen wir hier nochmal ein Distriktgebäude. Und damit wir hier hinten den Block setzen können, brauchen wir hier auch nochmal ein Distriktgebäude. Das heißt, wir brauchen drei Distriktgebäude noch. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Timberborn reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da an der Stelle. Schaut gerne in die Playlist rein, wenn ihr weitere wahnsinnige Projekte in Timberborn sehen möchtet. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass wir jetzt noch krassere Sachen ausprobieren und nicht schon wieder eine neue Map anfangen. Vielleicht wollt ihr auch eine neue Map sehen, das könnt ihr natürlich auch schreiben. Weil es gibt ja durchaus auch noch viele Maps, es sind jetzt auch wieder neue dazugekommen. Da wäre auch mal schlau, wenn wir vielleicht auch mal demnächst reinschauen. Aber erstmal machen wir jetzt hier mal eine Detonation. Yo! Nice! Und da kommt das Wasser kommt. Nice, nice, nice. Ist aber bis hier hinten fruchtbaren Bereich. Nicht schlecht. Man kann sich doch schon mal sehen lassen hier. Sehen. Sehen lassen mit Doppel-E. Sehr schön. Genau, wir wollen hier nämlich mit diesen speziellen mechanischen Pumpen, ne, wollen wir ja das Wasser hier hochkriegen. Mal gucken, ob ich es hochkriege. Das ist immer so die entscheidende Frage. Da muss man halt mal schauen. Ich mache jetzt schon mal den Distrikt hier, den neuen. Das neue Gebäude. Warte mal, da machen wir jetzt hier einfach mal den Pfad an der Stelle weg und setzen da schon mal einen Distrikttrenner hin, damit ich da nicht Probleme kriege gleich. Und dann bauen wir das neue Distriktgebäude. Jetzt muss ich mal gucken, dass das hier genau. Das bauen wir mal hier hin. Ja, da müssen wir jetzt natürlich auch Biber unterbringen, nicht wahr? Beziehungsweise, ich überlege gerade, ob es vielleicht nicht sogar sinnvoll ist, das Distriktgebäude noch mal ein kleines bisschen höher zu setzen, weil hier soll ja das Wasser auch noch ein bisschen höher aufgestaut werden tendenziell. Wir machen das ein bisschen höher tatsächlich. Den Hauptweg können wir ja unten lassen, das ist ja egal. Da können wir ja auch dann noch einen Weg setzen, also eine Treppe hier, warte. Können wir ja so machen. Guck mal, da kommen sie auch schon und bauen. Hier, da machen wir das eher so. Ja, dann haben sie unten drunter noch einen Unterwasserweg. Ist doch auch schön. Und dann machen wir das hier jetzt. Machen wir das auch noch so hier, komm, so. So und so. Nice, nice. Und dann können wir hier diesen Handelsposten dann hinbauen. Warte, mach mal hier das Distriktgebäude hin. Obwohl, warte. Da gehen wir tatsächlich noch ein Stück rüber jetzt. Nämlich so und so. Material haben wir übrigens genug. Für alle, die jetzt sagen, was macht er denn da? Er macht lauter Stuss. Material für diesen Stuss haben wir genug tatsächlich. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier in dem Distrikt hier hinten. Hier haben wir jetzt eine Plankenfabrik. Das heißt, der Distrikt kriegt seine eigenen Planken. Holz habe ich überall auch noch mal ein bisschen aufgeforstet. Also hier zum Beispiel haben wir eine neue Försterei noch mal mit Holz, die Holz produziert. Und wir haben auch wieder ein bisschen Holzüberschuss geschafft tatsächlich. Auch hier haben wir jetzt eine Giersfabrik. Gut, jetzt aktuell weht kein Wind. Ist halt gerade hier das Problem.
Aber wir haben eine Gears-Fabrik, wir haben eine Plankenfabrik, die auch permanent produziert, weil da einer strampelt dafür. Genau, also wir haben da jetzt einiges am Start und das ist eigentlich ganz gut. Deswegen, ja, passt das eigentlich. Und hier, genau, hier wollte ich jetzt noch den Handelsposten machen. Jetzt muss ich mal gucken, wo waren denn die Handelsposten eigentlich nochmal? Da tue ich mich immer so schwer. Das war das Ding hier, ne? Distribution Post? Ne, genau, wir brauchen den. Den hier brauchen wir. Den Post brauchen wir. Nice, genau. Dann können die da hier dazwischen dann auch noch durch. Ja, das wird hier wahrscheinlich dann eher so eine etwas kleinere Stelzensiedlung auf Stelzen. Wenn das Wasser hier dann tendenziell eher nochmal weiter steigt. Und wir können es ja theoretisch sogar, genau wie es hier halt zu sehen ist, bis hierhin ansteigen lassen. Wenn wir hier schön zubauen, dann müsste das ja, eine ordentliche Wassermenge erzeugen hier. Das Problem wird dann nur hier entstehen. Da werden unsere Pumpen dann tendenziell geflutet, die wir hier aufgebaut haben. Müssen wir mal schauen, wie sich das dann hier auswirkt auf den Distrikt. Kann sein, dass wir einfach nochmal weitere Pumpen machen müssen auf eine höhere Höhe und vielleicht dann tendenziell eher dieses Gebäude hier eher wegmachen. Ist vielleicht hier ein bisschen niedrig an der Stelle. Das können wir aber zur Not auch noch ein bisschen höher bauen. Müssen wir halt alles abreißen. Mache ich aber, wenn dann ganz zum Schluss, wenn sich abzeichnet, wie die Höhenverhältnisse aussehen werden. Du musst nur den Rand von der Quelle zubauen. Ja genau, halt die das hier, da wo es runterlaufen kann. Vorher müssen wir aber sowieso auch noch hier zubauen. Deswegen auch da brauchen wir einen neuen Distrikt jetzt. Und deswegen auch da, schauen wir mal. Genau, wenn ich jetzt nämlich hier die Straße durchziehen wollen würde, um da jetzt zum Beispiel einen Deich zu bauen, dann sehen wir, okay, es würde noch ein bisschen, wir können ja mal gucken, wie weit sie da bauen. Also wir müssen das ja hier so machen. Okay, da haben wir schon das Problem mit den Bäumen. Die müssen natürlich erstmal weg. Und das machen sie, glaube ich, nicht von oben. Die Baumentfernung. Müssen wir mal gucken, ob sie da hinlaufen. Wenn sie da nicht hinkommen, müssen wir hier nochmal ein Distrikt bauen gleich. Mal schauen. Also diese Auffüllung hier, die wir hier machen, die ist auch eigentlich ganz sinnvoll. Und die würde ich vielleicht sogar, wenn wir hier die Pumpen entfernen sollten, müssen wir nicht mal entfernen, um das zu machen, aber die würde ich hier vielleicht auch noch machen, weil dann braucht das Wasser nämlich nicht diese Rinne hier erst auffüllen, bevor es dann die anderen Bereiche erreicht. Dann würde man quasi ein bisschen Zeit sparen, wenn jetzt keine Dürre ist, wenn das Wasser fließt, dass das Wasser schneller hier hinten hinkommt. Deswegen fülle ich das hier auch gerade aus, weil, ja, das sind halt Blöcke, die vom Wasser nicht mehr gefüllt werden müssen. Und das führt halt dazu, dass das Wasser tendenziell auch gleich auf einer größeren Höhe beginnt. Ja, weil wir haben ja hier auch die Quelle, die ist ja auf einer viel größeren Höhe als hier die Stelle hier hinten. Ja, wenn wir das hier ausfüllen würden, ne, dann wäre das Wasser direkt weiter oben. Ohne dass wir es hochtransportieren müssen. Da würden wir uns einen Block Höhe sparen, wenn ihr versteht. Ist ein bisschen schwierig vielleicht, das zu verstehen, aber ja. Ich mache jetzt hier auch nochmal, ich glaube, die kommen hier nicht mehr hin, wa? Build more paths or new district, ja. Die kommen hier nicht mehr hin, da muss ich mal kurz gucken. Ja, hier ist nämlich Ende mit dem Weg. Da müssen wir hier nochmal eine Treppe nach unten bauen jetzt, damit sie von hier schneller noch da rankommen, da unten. Und das bedeutet, wir machen das jetzt mal so. Hier müssen wir die Abzweigung bauen. So. Und so, genau. Und da, genau. Und dann können sie nämlich da unten hinlaufen, können das hier nämlich auch noch bauen. Von hier nämlich. Nice. Das wird ja dann eh mehr oder weniger hier geflutet werden. Da fehlt noch ein wenig im Becken. Ja, da fehlt noch einiges tatsächlich. Aber guck mal, hier haben wir jetzt auch einen Holzüberschuss in dem Distrikt. Sehr gut. Also wir haben den Holzmangel, den wir hatten. Den Holzmichelmangel, den haben wir jetzt endlich überwunden. Guckt euch mal an, wie fleißig die jetzt hier auch sind. Können wir hier eigentlich noch mehr Arbeiter noch zuweisen, zufällig? Haben wir Arbeitslose? Nee, haben wir nicht. Okay, wir müssen mal schauen. Wir haben auch Vacancies. Wir haben 7 Arbeitslose insgesamt, aber die sind, glaube ich, eher hier im Beverly Hills. Ja, die sind alle in Beverly Hills. Okay, dann müssen wir die von Beverly Hills aus dann verteilen auf die neuen Distrikte. Wenn wir neue Distrikte haben, jetzt muss ich mal gucken, wie sieht's aus hier mit der Wegfindung. Okay. Oh, der Weg geht immerhin noch bis hierhin. Es kann sogar sein, dass wir das hier ganz knapp schaffen. Mit dem Bereich. Müssen wir mal schauen. Es wäre natürlich super, wenn wir das ganz knapp schaffen. Sie sind auch recht fleißig da mit Baumaterial am Start. So, gleich ist die Dürre auch vorbei. In 6,3 Tagen.
Das dauert nicht mehr lange. Ich überlege gerade schon, wo ich vielleicht den nächsten Distrikt schon mache. Den nächsten Distrikt können wir ja hier auch schon machen. Dann können sie hier mit dem Sprengstoff noch weitermachen. Tralala, dann nehmen wir mal hier. Wie machen wir das hier? Warte mal, muss ich mal gucken. Wie weit geht denn hier der Distrikt? Okay, bis dahin. Dann machen wir hier den neuen. Und hier dann den Lieferbereich. Das heißt, wir machen hier mal den Distrikt-Trenner. Hier hin. Und hier daneben machen wir gleich. Machen wir den gleich auch noch. Würde ich sagen. So. Dann haben wir da schon mal keine Sorgen. Und dann. Warte. Kommt hier das Gebäude hin. Und hier nebenan kommt direkt dieses Lieferdings. Ach Mann, wo war denn das hier? Ständig verwechsel ich das. Hier, genau. Hier kommt das Lieferdings hin. Und dann braucht man hier in dem Distrikt nebenan natürlich auch noch einen Hauling Post, weil sonst. Ist nicht mit, mit Lieferung. Achso, der ist immer so groß, ne? Kriegen wir den vielleicht? Ja, da geht natürlich viel fruchtbare Fläche verloren, ne? Hier kriegen wir den leider nicht dazwischen. Es müsste irgendwie einen kleineren Holding Post geben, finde ich. Ich finde, der nimmt immer sehr viel Platz weg. Auch unnötig Platz. Warte mal, da mache ich jetzt nochmal eine Stützkonstruktion hin. Hier, das machen wir hier hin. Würde ich sagen. So. So müsste es doch passen, oder? Müsste doch von der Fläche her gehen. Mal nachgucken. Nee, nicht das Ding. Das Ding ist es. Ja, das geht doch. Guck mal. Das können wir da direkt da neben die Bäume setzen. Und die zusätzlichen Plattformen, die da jetzt gebaut werden, die sind ja nicht schlimm. Die können sie ja auch machen. Wir haben ja hier genug Material. Planken kommen ja hier auch rein. Wenn mal die Windmühlen mal funktionieren würden, dann würde das auch reinkommen. Genau. Ich wollte mal fragen, ob das Wasser aus der großen Quelle nicht nutzt, indem du das Wasser bis zum Aquädukt laufen lässt und beim Aquädukt hochpumpst. Ja, das ist ja der Plan sinngemäß. Also, das Hochpumpen passiert ja dann oder soll ja hier passieren. Hier vorne. Ich werde hier diese Wand, die werde ich noch ein bisschen runtersprengen, sodass das hier eins tiefer ist. Ne? Das muss ja nicht so hoch sein. Und dann ist der Plan, dass wir hier das so kaskadenmäßig hochbauen. Also, dass das immer in ein weiteres höheres Becken reingeht. Und eines dieser Becken wird gespeist von der Quelle, die übers Aquädukt läuft. Sodass hier quasi beide Quellen sich treffen. Das ist so der Sinn. Die eine Quelle wird das hier unten auffüllen. Und die andere Quelle füllt ein Becken hier oben auf. Ja, und dann müssen wir das halt mit den Pumpen halt auf die entsprechend nächste Ebene hochtransportieren. Ja, und da müsste das eigentlich passen. Da müssen wir mal schauen, wie gesagt. Wahrscheinlich baue ich das hier gerade auch etwas zu groß dimensioniert. Das kann auch sein. Aber der Plan ist halt, dass wir beides benutzen können. So grob gesagt. Beide Quellen. Und dann haben wir ja im Endeffekt ein Perpetuum mobile. Und dann haben wir im Endeffekt auch das Wasser tendenziell eher auf der Map gehalten, ohne dass es halt weggeht. Ja, also da müsste eigentlich immer mehr Wasser dazukommen. Weil das ist ja letztendlich auch wichtig, wenn die Biberbevölkerung ja weiter wächst, dann erreichen wir ja möglicherweise auch irgendwann einfach so einen Punkt, wo so viel Trinkwasser abgepumpt wird und verbraucht wird von den Bibern, dass wenn jetzt noch Dürre dazu kommt und so viel Wasser immer von der Map fließt, dass das dann nicht mehr ausreicht, um die Biber vielleicht zu versorgen, weil die einfach so viel trinken. Das müssen wir ja auch berücksichtigen. Irgendwann ist einfach auch das Trinkwasser ja ein Problem. Die Menge, die abgefördert wird. Ich meine, das wird noch ein bisschen dauern, ja, aber irgendwann wird das ein Problem sein. Da müssen wir halt dann uns vorbereiten drauf, auf diesen Zeitpunkt. So, jetzt mache ich mal hier noch eine Plattform, damit wir da gleich mal noch eine Pumpe bauen können. Eine normale Wasserpumpe. Und da müssen wir jetzt natürlich mal schauen. Naja, die ist jetzt hier natürlich ganz schön kurz. Da wäre es vielleicht doch schlau, wenn wir das vielleicht eine Ebene tiefer noch machen. Also wenn wir quasi sagen, warte, mach mal hier auf der Höhe. Ja genau, mach das mal so und so. Dann ziehen wir hier eine Straße lang und machen da die Pumpe hin. Weil die müssen ja da auch in dem Distrikt Wasser trinken. Neue Namen für neue Distrikte, da fällt mir was ein. Da muss ich jetzt ja mal direkt in meine YouTube-Kommentare nochmal reingucken, damit ich fairerweise auch mal Namen nehme, die über YouTube reingekommen sind.
Da gab es nämlich auch Namensvorschläge. Deswegen schaue ich da jetzt mal gerade schnell nochmal rein. Biebertown wurde da vorgeschlagen. Biberhausen, ja gut. Biberlin, stimmt. Biberlin war ein guter Vorschlag. Ich erinnere mich. Seniorenstift. Das war auch ein geiler Distriktname. Ich glaube, Biberlin nenne ich das jetzt hier. Sehr schön. Der neue Distrikt auf dem Wasser heißt Biberlin. Und da können wir auch gleich nochmal weitere Handelsrouten hinpacken. Wir brauchen ja da nicht nur... wir brauchen ja da jetzt nicht nur Essen, wir brauchen ja da auch Wasser. Water, genau. Ich muss ja hier auf Englisch denken, tatsächlich. Neue Route, dann brauchen wir Holz. Weil da ist ja nichts. Hier, Loks brauchen wir. Und dann brauchen wir noch Planken. Planks. Plank. Und dann brauchen wir noch, was brauchen wir noch? Gears könnte man natürlich auch hinliefern eigentlich. Oder wir lassen das erstmal so. Wir gucken erstmal, wie es sich entwickelt. Und machen erstmal nur mit den Sachen jetzt weiter, die wir da jetzt hingeliefert. Dann haben wir noch eine Route in dem Handelsposten frei. Ich glaube, das ist schon schlau. Genau, dann, ah ja, Biber müssen wir umsiedeln noch. Wohnhäuser brauchen wir noch, genau. Das ist richtig. Warte, da machen wir mal gleich noch ein Haus. Da machen wir mal gleich noch eine Double Lodge, würde ich sagen. Hier, oder so eine Triple Lodge, warte. Muss ich nur mal gucken, wo ich die am besten jetzt baue. Und wie. Vielleicht hier direkt neben das Distriktgebäude. Oder vielleicht so, dass die das auch gleich direkt da neben den Handelsposten noch bauen können. Warte, wenn wir das so machen. Dass wir hier gleich nochmal ein bisschen Platz hinzufügen, würde ich sagen. Dann machen wir das Gebäude dahin. Die Treppe dafür, die machen wir... Oh ne, warte mal kurz, brich das nochmal ab. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Treppe mache. Ich mache die Treppe dann so. Ja, genau, warte, so machen wir das. Und dann drehen wir das Gebäude einfach rum. Dann machen wir das so. Genau. Und dann kann die... Dann kann der Weg hier vorne lang gehen. Und dann kann man ja von der Seite den Weg hier unten noch machen und vielleicht dann unten noch Gebäude auch setzen. Ja, und dann brauchen sie noch eine Freizeitaktivität in dem Distrikt. Da würde sich ein Lido natürlich anbieten. Da muss ich jetzt mal gucken, was brauchten die nochmal für ein Lido? Planken und Holz, das passt doch. Guck mal, wenn wir da ein Lido bauen, können wir ja auch machen hier. Einfach mal hier so das langziehen und dann gib mir das Lido. Ah, muss noch eine Reihe dazu. Lido hier, genau, guck mal. Das kann dann direkt neben der Pumpe sein. Da können sie dann schwimmen, wenn dann das Wasser zurückkommt. Müssen wir nur mal gucken, wenn das Wasser sich dann, wenn das dann anhebt, müssen wir da wahrscheinlich nochmal eine Höhenstufe dazu packen, wie gesagt. Also wenn wir dann da hinten zugebaut haben auch. Genau, das können die Biber jetzt hier erstmal machen, die da jetzt noch hinlaufen können. Das geht ja hier noch, die können ja da trotzdem noch bauen, genau. Das machen die jetzt einfach. Material ist ja genug am Start. Und dann transferiere ich die neuen Biber hier in den Distrikt. Können wir ja schon mal 4 freigeben. Und da sagen wir jetzt hier Migrate Population von Biberly Hills nach Biberlin, genau. Und in Biberlin wollen wir haben 4 Erwachsene. Genau, Migrate. Schotzlit, die Jirme, Aketa und Gamiro. Gamiro könnte auch irgendwie der Name von so einem Anime-Biber sein. Anime-Biber Gamiro. Nice. Sehr schön. Es ist der Wahnsinn. Ja, da bin ich mal gespannt. Grenze doch die Menge ein, die sie liefern. Das ist ja immer schon begrenzt auf 100. Und Karotten können ruhig ein bisschen mehr reinkommen. Und auch Holz können sie ruhig ein bisschen mehr liefern noch. Und Wasser kann ruhig auch 100 Einheiten Umfang haben. Wasser können wir dann auch entfernen, wenn dann die Pumpe fertig ist. Ach ja, genau, der Bottich, genau, warte.
Stimmt, warte mal, wir können doch schon Gears hinliefern. Warte mal. Wir lassen mal noch Gears hinliefern. Weil dann können wir nämlich den großen Wassertank noch machen. Ich würde sagen, das ist schlau. Dann lasse ich den da gleich mal in Auftrag geben hier. Der kann dann direkt hinterm Lido stehen. Da wird dann direkt ein schöner großer Bottich aufgefüllt. Und dann haben sie ja eine schöne Reserve auch. Oder warte, wir machen das nochmal weg. Moment, ich habe eine bessere Idee tatsächlich. Moment. Den Tank, den machen wir gleich auf die nächsthöhere Stufe noch. Da muss ich den nicht entfernen. Ne, wenn wir dann, wenn wir das Wasser dann ansteigen lassen. Warte, dann machen wir das nämlich so. Dass wir sagen, setz den direkt hier gegenüber vom Distriktgebäude hin. Guck mal, nice. Ich glaube, da steht er dann schon ein bisschen safer dann für die nächsten Höhenstufen, die dann noch kommen. Wieso sitzen die da eigentlich nur rum? Können die nicht bauen? Müssten doch Material haben eigentlich. Ah ne, haben sie nicht. Ist schon alles verbraucht worden. Sehr heftig. Weil wir da jetzt nicht genug Biber haben. Das dauert jetzt einen Moment. Wie weit können sie denn jetzt hier eigentlich vordringen? Jetzt müssten sie ja hier eigentlich nochmal deutlich weiterkommen. Wir können ja schon mal hier den Weg weiterbauen. Schon mal einen Auftrag geben eigentlich. Guck mal, die müssen ja dann hier hin. Und da hinten machen wir dann eine Treppe hin. Obwohl, warte, die müssen ja auf die andere Seite, ne? ja, Moment, warte, dann mach das hier nochmal weg. Bauen wir mal nicht so weit darüber. Macht mal dann einen Übergang hier an der Stelle. So, und dann macht man den Weg hier rüber, so. Das ist halt nur die Frage, kommen sie da jetzt bis hinten hin? Das ist, weiß ich nicht. Weil dann können sie nämlich von oben schön eine Reihe von Klötzen nach unten ziehen. Na, dann können sie das hier hinten dann... Das ist so der Grund. Hier hinten müssen wir zumachen, damit das Wasser auf die Höhe sich stauen kann. Hier. Hier müssen wir richtig hochstapeln. Die Frage ist, kommen sie jetzt bis dahin? Jetzt müssen sie erstmal die ganzen Strukturen bauen, die da jetzt in Auftrag gegeben wurden. Jetzt fehlt es bestimmt wieder an Material hier, wa? Zum Lido fehlt noch ein Weg. Ah, gut aufgepasst. Ja, stimmt. Das Lido braucht noch einen Weg. Ganz ausgezeichnet aufgepasst. Warte mal, dann können wir das ja eigentlich... Ist da schon was drin? Nee. Das können wir ja noch ein Stück weiter nach vorne setzen. Warte. Jetzt muss ich kurz mal den Weg nochmal entfernen. Damit die da jetzt nicht das schon bauen. Genau, das können wir ja ein Stück nach vorne setzen, das Lido. Wenn wir da noch eine Reihe an Stützen bauen. Ich weiß, das ist natürlich jetzt ganz schön krass, wie ich da jetzt reinbutter das Material, ne? Aber ist halt so eine Sache, ne? Wir haben ja jetzt einen ordentlichen Output in dem Beverly Hills Distrikt, was jetzt das Material angeht. Und da können wir ja mal ein bisschen was auch reinstecken hier an sich. Biberlin haben wir jetzt ausgestattet und jetzt kommt der Distrikt hier. Da müssen wir jetzt ja auch dafür sorgen, dass da was geht. Puh, jetzt müssen wir mal gucken. Den nennen wir, wie nennen wir den denn? Da gab es gerade noch einen Vorschlag. Holzheim, ja. Holzheim können wir nehmen tatsächlich. Und da sagen wir auch mal, 4 Biber brauchen wir da. Und jetzt müssen wir von hier, ist das jetzt hier schon fertig, der Handelsposten? Nee, noch nicht. Habe ich den noch gar nicht draufgesetzt? Den habe ich da noch gar nicht draufgesetzt. Muss ich mal machen. So. Was fehlt denen denn da? Planken fehlen. Ja, weil hier irgendwie kein Wind weht gerade. Warum ist denn gerade diese Flaute hier? Was ist denn da los? Wie sollen wir denn so vorankommen ohne Wind? Das ganze Ding hier basiert auf Windkraft. Wenn kein Wind weht, dann passiert da nichts. Dann kommen keine Planken und dann kriegen wir kein Zeug. Dann steht hier alles still, bis auf die normalen Blöcke hier. Die können sie natürlich nach wie vor noch setzen. Da brauchen sie keine Planken. Das geht auch gut voran, weil auch gerade genug Holz am Start ist. Aber alles andere hängt halt. Kein Sprengstoff, keine Planken, keine Gears. Das ist schlecht. Das ist wirklich so eine richtige Dunkelflaute, die wir gerade haben. Ja, nee, eine Trockenflaute. Eine Trockenflaute ist das. Wir haben kein Wasser, das fließt. Also keine Wasserräderenergie und wir haben keine Windenergie. Volle Trockenflaute. Unglaublich. Sie werden in Biberlin bald das Bauen einstellen. Die packen das jetzt 100 Wasser, 100 Holz und 100 Karotten rein. Und für die Planken ist dann kein Platz mehr. Echt nicht? Warte mal. Aber die essen ja das auch immer weg, ne? Okay, warte, dann mache ich halt Distribution Limits. Dann machen wir halt hier 30. Was hatten wir noch hier? Bei Wasser hatten wir...
Machen wir da mal 40. Wasser geht ja schneller weg als alles andere. Und dann sagen wir, oder machen wir bei den Karotten auch 40. 40. Und beim Gears machen wir mal auch nicht so viel. Da machen wir mal nur. Baust du wieder Biberlandis? Nee, noch ist nichts untergegangen. Wir haben tendenziell eher gerade noch das andere Problem. Das ist eher, dass der Wasserspiegel eher fällt momentan noch. Ja, guck mal. Hier könnten sie das auch machen. Warte mal, da können wir auch noch einen Weg ranziehen. Dann können sie von der anderen Seite noch bauen. Dann machen wir das jetzt so, genau. Jetzt müssten sie da überall hinkommen unten. Jawohl. Mich schon gewundert, warum kommen sie da eigentlich nicht hin? Da hätte ich das gleich da lang ziehen müssen. Da hätte ich die Treppe gar nicht bauen brauchen. Ah, ist egal. Wenn sie von zwei Stellen da hinkommen, ist das schon gut. Die müssen ja hier auch noch ein bisschen mehr noch bauen gleich. Dann passt das. Apropos, da können wir auch direkt mal. Da können wir direkt mal noch einen Weg rüberziehen hier. Und dann. Ja, wie macht man das da jetzt eigentlich? Wie kommt man da jetzt auf die andere Seite? Da kann ich ja jetzt wieder keinen Block setzen. Okay, warte. Dann machen wir das hier gleich. Wenn sie das hier fertig gemacht haben, machen wir hier mal das eine Segment raus und setzen da mal auch noch einen Block, damit ich das durchziehen kann. Und dann machen wir die Treppe wieder neu. Weil sonst kommen sie da gar nicht hin auf die andere Seite. Oder wir pfeifen da direkt drauf. Warte mal, ich überlege gerade. Weil man könnte ja an sich jetzt hier schon eine Wand draus machen. Wenn wir jetzt hier eine Wand setzen, dann hätte ich gerne weiter hinten eigentlich. Ich überlege gerade noch so ein bisschen, wie ich das am günstigsten mache, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube, ich ziehe hier eine Wand ein an der Stelle. Weil, also wir müssen ja dann auch da schon wieder das nächste Becken dann bauen für die Pumpe, wo das dann hochgepumpt wird, das Wasser, ne? Das muss ja dann hier hin. Und das muss ja ein bisschen weiter vorne sein, damit die Pumpe auch genug Platz hat. Ich fülle hier jetzt schon mal das so ein bisschen auf. Warte mal, drei Blöcke kann das hoch sein, ne? Ich glaube schon, drei Blöcke hoch. So, und dann das Wasser von der anderen Seite kommt ja von hier. Jetzt ist halt die Frage, wie hoch kriegen wir das hier aufgestaut, das Wasser? Wir kriegen das Wasser aufgestaut bis mindestens. Bis hierhin, bis zu diesem Block kriegen wir das auf jeden Fall locker hochgestaut. Also bis zu der Oberkante hier. Dann würde aber hier hinten tendenziell. Dann würde man hier auf jeden Fall noch einen Damm brauchen. Ohne den wird es nicht gehen. Warum lassen sie eigentlich da die Bäume stehen da vorne? Können die da nicht Holz fällen? Doch, können sie. Warum machen sie das eigentlich nicht? Es wäre ganz cool, wenn sie die hier noch wegmachen würden. Dann könnte ich hier noch einen Damm bauen. Deichdamm. Muss ich schon aufpassen, wenn ich dann hier zumache. Dann müssen sie ja hier tendenziell auch wieder hinlaufen können. Dann müssten wir hier noch eine Treppe nach unten bauen auch. In Biberlin dauert es jetzt 7 Jahre, bis sie alles fertig gebaut haben. Nee, so lang dauert das gar nicht. Guck mal, das ist schon recht weit eigentlich. So, das Problem ist halt gerade, es ist halt Flaute gerade. Also wir haben keine Gierproduktion, keine Plankenproduktion. Hier wird gerade gar nichts produziert. Das ist halt irgendwie gerade total kontraproduktiv. Und das habe ich auch noch gar nicht gehabt, dass so eine lange Flaute ist, ey. Ohne Witz. Es passiert gerade gar nichts. Also wir haben gerade kompletten Stillstand. Das ist wie, weiß ich nicht, hier. Die Welt hat aufgehört, sich zu drehen, irgendwie gefühlt. Keine Wasserbewegung, keine Luftbewegung. Wie soll ich denn so vorankommen? Soll ich selber pusten oder was? Muss ich Biber da hinsetzen auf die Windmühlen oben drauf, die dann in die Windräder reinpusten? In Biberlin Förster bauen und erstmal die Grünfläche für Bäume nutzen. Ja, die wird aber relativ schnell gleich wieder überflutet werden, wenn gleich die Dürre vorbei ist. Das ist halt so das Thema, ne? Ich meine, ja klar, könnte man da auch noch Bäume pflanzen, das ist richtig. Wir könnten natürlich auch einfach die toten Bäume hier hinten mal abfarmen, das wäre auch eine Idee, aber da müssen sie natürlich auch erstmal hinbauen. Die Faulen, die gesagt haben, lass Stöckchen dazwischen klemmen, dass wir länger Pause haben. Stimmt, die haben einfach Stöckchen dazwischen geklemmt. Und dabei hieß es doch, Affen benutzen Stöckchen und nicht Biber benutzen Stöckchen. Unglaublich. Wie finde ich denn das?
Wie finde ich denn das hier alles? So, die Dürre ist gleich vorbei. Dann kommt wieder Wasser. Da müssen wir mal schauen gleich. Wenn wieder Wasser kommt. Wie lange dann Wasser kommt. Kann ja hier schon mal aufmachen hier vorne. Ist ja eh schon so weit runtergetrocknet, dass es jetzt da nicht runterfließt. Hier machen wir mal auch schon auf. Hier machen wir mal auch schon auf. Auf 05. Und hier machen wir auch schon mal auf, tatsächlich. Auf 2 machen wir schon mal auf. Wenn dann das Wasser wieder fließt, dann läuft es da nicht direkt über. Dann haben wir da ein bisschen Zeit zu reagieren. Genau. Sehr schön. 0,5 Tage Dürre noch. Ich sag 5 Tage und 27 Tage Dürre. Wer wettet mit? Das ist eine gute Frage. Wie lange wird die Dürre sein und wie viele Tage Zeit haben wir bis zur nächsten Dürre? Ne? Das ist immer so. Darum geht es ja letztendlich in Timberborn. Das ist die Frage, die uns alle beschäftigt. An sich brauchen wir ja da auch gar keine Schleuse mehr, ne? Das kann ja nicht direkt wegmachen, wenn ich so drüber nachdenke. Also auch die Blöcke da kann ich wegmachen. Weil das Wasser muss ja eh langfristig gesehen da hinten hinfließen. Und die Schleuse blockiert das ja am Ende des Tages nur. Die grüne Fläche ummauern für dauerhafte Nutzung beim Stelzendistrikt. Stimmt, auch das können wir machen. Holz haben wir ja eigentlich genug momentan dafür. Ja, wird jetzt natürlich. Ist jetzt natürlich hier schon ein bisschen was verloren gegangen, ne? Aber prinzipiell kann man das machen, das stimmt. Lass mal das schon machen, tatsächlich. Ist eine gute Idee. Dann machen wir da ein Levi draus. Gute Idee. Wir können ja direkt so außenrum aufbauen. Und das ist ja dann auch wieder ein Volumen, stimmt. Das ist ja dann auch wieder ein Volumen, was nicht mit Wasser gefüllt werden muss, ne? Das ist ja dann wieder Wasser, was wir übrig haben am Ende. Dann lass das mal genauso machen. Ausgezeichnete Idee, aber wir machen das vielleicht erstmal nur bis hierhin. Wir können das ja später noch erweitern auch. Und dann kapseln wir das hier mal so nach hinten ab. Da müssen ja sowieso Treppen hin. Da müssen sie ja sowieso runter dann. Machen wir das so. Genau. Das wird natürlich auch eine ganz schöne Sisyphus-Arbeit, aber ich meine, die haben in dem Distrikt ja tendenziell erstmal eh nichts zu tun, soweit. Und dann können sie sich ja damit beschäftigen, dass sie solche Sachen da bauen. Ist ja an sich keine schlechte Idee. So, auf den Zipfel hier vorne verzichte ich jetzt aber mal. Den baue ich jetzt mal nicht zu. Wir machen das mal so, so, so. So, dann hier auffüllen. Und hier auffüllen. Genau. So, jetzt machen wir noch einen Weg drumrum. Und dann können sie ja da wirklich auch Bäume pflanzen vielleicht. Oder Nahrung. Ja gut, Nahrung kriegen sie ja eigentlich aus den anderen Distrikten genug. Der Distrikt wird hier wahrscheinlich auch gar nicht so groß, glaube ich. Weil ich wüsste jetzt nicht, was wir da sinnvoll machen sollen. Guck mal, machen wir das mal gleich so. Hervorragend. Da haben sie sogar schon Teile gebaut, nicht schlecht. Ja, dann wird nämlich das Holz auch schön wieder verbraucht an der Stelle. Ist ja auch was Feines. Man könnte als neue Biberart die Gründaumerbiber bei den alten, die pflanzen länger und geben mehr Ertrag. Ach so, als neue Biberart grüne Daumenbiber, jetzt habe ich es verstanden, grüne Daumenbiber, bei denen halten die Pflanzen länger und die geben mehr Ertrag. Ja, das ist natürlich eine Idee, ja. Aber ich sag's ganz ehrlich, das wäre eine Spezies, die müsste man dann gezielt dort benutzen, wo generell wenig Anbaufläche ist, damit man den Ertrag maximieren kann. Was ich auch cool fände, ist, wenn die noch mehr Pflanzen hätten zum Anpflanzen, also wenn die noch ein paar andere Pflanzenspezies hätten, die vielleicht noch andere Effekte auch haben. Also noch ein paar zusätzliche Boni. Das wäre tatsächlich eine coole Biberart. Vielleicht auch eine neue Baumart. Dass die neue Baumarten pflanzen können, die mehr Holz geben und schneller wachsen vielleicht. Da müssten sie halt woanders einen Malus haben noch. Dann, die haben ja dann auch immer irgendwie einen Nachteil dann. Müsste man halt überlegen, was dann der Nachteil von dieser Biberspezies wäre. Vielleicht, dass die keine Häuser bauen. Dass die vielleicht, oder dass die keinen Bonus davon haben, wenn sie ein Haus bauen. Aber dass sie. Das ist eine gute Frage. Was wäre denn der Malus? Dass sie vielleicht mehr Wasser verbrauchen auch. Dass sie durstiger sind einfach. Weil sie brauchen ja tendenziell für die Pflanzen vielleicht einfach mehr Wasser. Treppe in Richtung Quelle fehlt.
Ah ja, genau, stimmt. Gut aufgepasst, ja. Wir müssen auch mal hier die Prio hochschrauben, damit das Wohnhaus schneller genutzt wird. Weil wenn die nämlich keinen Wohnraumbonus haben, dann sterben die schneller, glaube ich. Dann haben die eine geringere Lebenserwartung. Die Pflanzen brauchen dann Dünger. Na okay, den müsste man dann produzieren, ne? Die Spezialpflanzen müssten dann Dünger brauchen, ja. Und Erde auffüllen wäre auch nicht schlecht. Und eventuell Fahrstuhl bauen können. Ja, sowas wäre auch cool. Fahrstühle. Generell eine Spezies, das hatte ich ja beim letzten Mal auch schon mal gesagt, eine Spezies, die in der Erde bauen kann. Also quasi nicht nur unterirdische Lager, sondern auch so richtig Höhlen ausheben. Also dass die quasi seitlich in den Berg reingraben kann und dann so Tunnel graben könnte und auch im Felsen direkt Häuser in die Felswände reinbauen könnte und so. Das wäre cool. Dass man dann auch so eine richtige Unterwelt sich bauen könnte. Da müsste man nur schauen, wie man das dann mit der Map-Ansicht macht, dass man das auch sehen kann, was da passiert. Aber das fände ich irgendwie cool. Wenn man so eine Untergrundspezies hätte. Maulwürfe, genau. So maulwurfsmäßig. Maulwurfsbiber. Das wäre doch eine feine Sache. Oh, da sind sogar schon 30 Loks drin. Ja, wir haben jetzt endlich wieder Energie hier. Jetzt kriegen wir endlich wieder Planken. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Plank. Dann lass doch gleich mal die Prio von dem Gebäude hochdrehen, damit die Planken jetzt nicht da in diese Stelzen reinstecken, sondern eher in das Gebäude rein. Sonst kommen wir hier nämlich nicht voran. Ja, aber das sieht doch nice aus. Guck mal, hier sind sie am Mauern bauen schon. Das Wasser kommt jetzt auch wieder zurück. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Diesmal wird es aber wahrscheinlich noch überflutet, das Gebiet. Das werden sie jetzt nicht so schnell hinkriegen, da mit den Mauern. Hier geht es auch nicht so richtig voran gerade. Aber hier haben sie schon gut ausgefüllt. Ja, das passt eigentlich. Ist auf jeden Fall spannend. Ist mal ein richtiges, krasses Großprojekt. Im Grunde versuchen wir ja gerade die ganze Map unter unsere Kontrolle zu bringen. Und auch das gesamte Wasser unter unsere Kontrolle zu bringen. Wir sind quasi hier die Kontrollfreaks. Dann aber auch eine Variante, die unter Wasser leben kann mit allen Gebäuden und der Malus ist dann an Land langsamer. Stimmt, das wäre auch eigentlich mal eine Idee, weil normalerweise sind Biberbauten ja eigentlich auch im Wasser, ne? Und an dieser Stelle endet diese Folge Timberborn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die komplette Playlist oder die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet und aktiviert gerne die Biber-Benachrichtigungen, damit ihr alles auch mitbekommt, was hier auf dem Kanal so abgeht. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!